Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, in diesem Video möchte ich noch ein bisschen weiter den Leiterplatten-Editor vorstellen. Ich öffne hier mal. Wir sehen jetzt hier auch schön im Gegensatz zu KiCad 5, wenn ich den Editor öffne, wird er gleich so weit reingezoomt, dass ich hier alle Bauelemente sehe. Je nachdem, wie sie denn verteilt sind, wird entsprechend weit hineingezoomt. So, auf diesem Erscheinungsbild oder auf diese Einstellungen hier Erscheinungsbild bin ich ja schon eingegangen. Wir haben dann hier unten noch den Auswahlfilter. Der Auswahlfilter ist auch hochinteressant und zwar kann ich jetzt hergehen und sagen, ich wähle hier mal alle Elemente ab. Dann zeichne ich mal testhalber eine Leiterbahn und gehe hier auf Abbrechen. Wie man eine Leiterbahn zeigt, mache ich mir dann mal genau. Das ist jetzt hier nur mal als Beispiel. Ich wähle jetzt hier nochmal alle Elemente an. Und wenn ich jetzt einen mit der linken Maustaste gedrückt halte und hier so ein Auswahlfenster hochziehe, wird ja jetzt alles, was hier sich in diesem Auswahlfenster befindet, ausgewählt. Zwangsläufig, wenn ich jetzt hier die Taste M drücke für Move, wird alles mitbewegt, auch die Leiterbahn. Ich lege das wieder ab. Ich wähle mal oder sage hier mal alles ausschalten und ich wähle jetzt nur die Leiterbahn an. Ich möchte also nur die Leiterbahn bewegen. Dann kann ich jetzt hier wieder mit Linksklick mein ganzes Fenster aufziehen. Wir sehen, es sind jetzt hier auch Footprints mit drin. Wenn ich jetzt hier loslasse, sehen wir, werden diese Footprints aber eben nicht mit markiert, sondern nur die Leiterbahn, weil das war mein Markierfilter, den ich da oder Auswahlfilter, den ich gesetzt habe. Ich drücke die Taste M und bewege jetzt, et voilà, nur meine Leiterbahn. Und das kann ich hier eben mit Pads, Flächen, Bemaßungen, sonstiges, Regelbereiche eben oder den Footprints tun. Und so kann ich mir hier beim Markieren schon mal so einen Filter setzen, dass ich hier, wenn ich was markiere oder mehrere Elemente markiere und diese verschiebe, hier nicht versehentlich was mit verschiebe, was vielleicht an Ort und Stelle bleiben muss. So, ich markiere hier mal die Leiterbahn und schalte das hier wieder aus und hier den Auswahlfilter wieder alles an. Jetzt wird alles markiert und mitgenommen, wenn ich das bewege, außer gesperrte Elemente. So, das ist auch das Problem. Ich zeige euch jetzt was. Ich mache jetzt hier ich wähle dieses Element an, gehe hier aufs rechte Kontextmenü und sage hier Sperren. Was hat es mit diesem Sperren auf sich? Wenn ich also jetzt hier dieses Element sperre, ist das gesperrt und ich kann jetzt hier drauf gehen. Ich kann es nicht mal mehr markieren, ich kann es nicht bewegen. Ich kann jetzt zwar dieses Element hier markieren und mit der Taste M auch für Move bewegen, das geht, aber ich kann das hier eben nicht mehr. Ich kann das auch nicht anwählen. Ich komme hier sogar nicht mehr ins Kontextmenü hinein, was ich ja hier mit dem Rechtsklick auf dieses Element, auf diesen Footprint machen kann. Das liegt einfach daran, dass hier unten der Auswahlfilter für gesperrte Elemente nicht gesetzt ist. Ich wähle den jetzt hier mal mit an. Jetzt kann ich hier auch dieses Element auswählen, hoffe ich. Jawohl, funktioniert. Und in dem Moment, wie das ganze Element ausgewählt ist, kann ich auch hier oben über diesen Schalter oder jetzt wieder über das große Kontextmenü hier dieses Element entsperren. Und wenn ich es jetzt wieder anwähle, sollte ich es auch bewegen können. Ich sperre das nochmal. Element-Ding ist gesetzt. Ich wähle das nochmal ab. Jetzt wähle ich es nochmal an, drücke die Taste Move. Und wir sehen, jetzt kommt hier eine Sicherheitsabfrage, die eben sagt, sperren, ignorieren. Wenn ich das ignorieren würde, könnte ich es wieder bewegen. Ich könnte jetzt auch die gesperrten Elemente überspringen oder ich breche hier einfach ab. Und ich kann mir sogar diese Entscheidung für diese Sitzung merken. Ich würde sagen, was ganz gut ist, ist die Geschichte zu sagen, wenn man schon so ein Element sperrt, dann hat man es ja eigentlich in der Regel auch da positioniert, wo es dann endgültig bleibt. Vorher macht es ja eigentlich wenig Sinn zu sagen, ich habe hier ich sperre ein Element. Ja, das macht in der Regel dann wenig Sinn. Und so ist es eigentlich
besser, ich gehe her und sage, ich entsperre das jetzt nochmal, damit ich diese Meldung nicht mehr erhalte und kann jetzt hier unten den Filter ausschalten. Und wenn ich jetzt ein Element anklicke und sperre, dann ist das gesperrt. Ich kann es jetzt hier nicht mal mehr anwählen. Ich erhalte hier, ja, eigentlich sollte das jetzt hier nicht passieren. Ich erhalte hier auch keine Fehlermeldung mehr. Ich kann es also nicht mal mehr anwählen. Ich kann es hier nicht mit der Taste Move bewegen und bin dann also auch auf der sicheren Seite, dass mein Element wirklich da bleibt, wo es hingehört. Will ich es denn doch wieder bewegen, müsste ich hier den Filter wieder einschalten. Gehe hier oben drauf, entsperre das Ganze, kann hier den Filter wieder ausschalten und kann also hier jetzt mein Element wieder völlig normal bewegen, wie das vorher auch der Fall war. Soweit dieser Auswahlfilter. Dann habe ich hier die rechte Werkzeugleiste noch. Wir haben jetzt mit dem Werkzeug auswählen gearbeitet, also mit dem Cursor. Dann haben wir hier das Ein- und Ausschalten von Netzlinien. Das ist neu, gab es früher im KiCad 5 so nicht. Und wenn ich damit jetzt hier drauf gehe und ich sehe jetzt hier zum Beispiel solche verwirrten Netzlinien, ja, und möchte mir da vielleicht ein paar davon ausschalten, um meine Bauelemente besser platzieren zu können und mich da mehr durchzusehen, dann kann ich jetzt einfach hergehen. Ich wähle dieses Werkzeug hier an und klicke jetzt hier auf das Element und da sehen wir, sobald ich jetzt hier draufklicke, verschwinden die Netzlinien von diesem jeweiligen Element und das ist ein Toggle. Also sobald ich hier noch ein zweites Mal draufklicke, ja, sehen wir hier ein Aus, wird das also hin und her geschaltet, Netzlinie an, Netzlinie aus, kann auch beim Erstellen mal vonnöten sein, dass man sowas braucht. Wenn ich jetzt hier 10 solche oder in dem Fall hier 8 solche Leitungen abgewählt habe, einmal das Element wählen und wieder draufklicken, dann kommen die auch alle wieder oder wenn ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich jetzt hier noch ausgeblendete Netzlinien habe, gehe ich einfach hier mal drauf, blende alle aus und alle wieder ein, dann sind sie auch wieder da. Das überspringt oder überschreibt dann dieses Werkzeug. Dann haben wir als nächstes Werkzeug hier das Einfügen von Footprints. Ich kann also jetzt hier irgendeinen Footprint nehmen, den ich gar nicht im Schaltplan habe, füge den hier zu und kann den anschließen. Das kann manchmal bei, naja, ich sag mal, kleinen Quick and Dirty Lösungen ganz von Vorteil sein, dass man sagt, okay, ich habe hier vielleicht plus zwei, drei Bauelemente, die ziehe ich mir mal eben schnell rein, verknüpfe die und mache mir dann eine Platine draus. Bei größeren Projekten empfehle ich das nicht, da empfehle ich immer den klassischen Weg hier richtig über den Schaltplan zu gehen mit den Netzlinien, weil das dann alles auch elektrisch richtig funktioniert und durch den ERC-Check auch dann keine Fehler mehr vorhanden sind. So, dann haben wir hier unser Leiterbahnen verlegen Werkzeug. Das, wenn ich jetzt hier mit der linken Maustaste drauf gehe und gedrückt halte, ich muss also etwas gedrückt halten, fährt das hier aus und ich kann jetzt hier wählen, einmal mit der Taste X oder eben hier über diesen Button, das einzelne Leiterbahnen verlegen oder hier mit der Taste Zahl 6, also nicht F6, sondern mit der einfachen Zahl 6, das Werkzeug wählen für differenzielle Leiterbahnen. Ich mache es nochmal zu. Wenn ich jetzt hier kurz klicke, komme ich hier nicht rein. Ich muss also draufklicken und gedrückt halten, dann fährt dieses Menü aus. Dann haben wir hier als nächstes das Menü für die Leiterbahnenlänge anpassen. Gleiches Verhalten wie hier bei der Leiterbahn. Also klicken, gedrückt halten, dann fährt es aus. Das kann manchmal nötig sein, um Leiterbahnenlängen anzupassen, um eben zu vermeiden, dass Signalflanken sich verschieben. Das heißt, gerade bei sehr schnellen Signalen, die sich möglicherweise im Nanosekundenbereich oder sowas bewegen, habe ich ja das Problem, wenn jetzt eine Leiterbahn länger ist als die andere, dass sich dann die Signallaufzeit ändert und dadurch möglicherweise Taktflanken zur falschen Zeit am Bauelement ankommen und das dann entsprechend nicht mehr funktioniert. Das Problem hat man zum Beispiel so bei LVDS-Signalen, also Low Voltage Differenzsignalen,
Da kann das schnell mal auftreten und da müssen halt also die Leiterbahnen die gleiche Länge haben und gleiche Länge bedeutet ja eben dann auch gleiche Signallaufzeit und das kann ich also mit diesem Werkzeug dann erreichen. Dann haben wir hier als nächstes das Positionieren oder Einfügen von einfachen freien Vias. Das ist ganz nützlich, nutze ich auch gern mal, um zum Beispiel Ground-Masseflächen von Kupfer, also Kupferflächen Ground von oben nach unten, also von der Oberseite auf die untere Seite zu verbinden. Das ist ganz vernünftig, diese Möglichkeit über diese Vias. Dann haben wir hier die Möglichkeit, gefüllte Flächen, also Kupferflächen hinzuzufügen oder zu erzeugen mit diesem Werkzeug. Das zeige ich dann, wenn ich die Platine route. Wir haben hier die Möglichkeit, Sperrflächen hinzuzufügen. Das heißt, in dieser Fläche dürfen zum Beispiel dann keine Bauelemente platziert werden oder keine Vias sein oder keine Leiterbahnen oder andere Sachen. Das sehen wir dann. Dann haben wir hier die grafischen Zeichenelemente, mit denen ich hier jetzt meinen Platinenumriss erzeugen kann. Das ist ein bisschen ein paar mehr geworden, wie es früher war im KiCad 5. Ich muss aber gleich dazu sagen, diese grafischen Zeichenwerkzeuge ersetzen nicht FreeCAD oder irgendein anderes CAD-Programm, mit dem ich mir einen richtig sauberen Edge Cut erzeugen kann, um den hier zu platzieren, wenn ich zum Beispiel ein Gehäuse habe und möchte dort eine passende Platine einfügen, die auch sauber passt, dann sollte ich da wirklich ein CAD-Programm nehmen, eben FreeCAD, so wie es auch bei der Installation vorgeschlagen wurde, dieses Programm mit zu installieren, um dann irgendwo saubere Platinenumrisse zu erzeugen. Diese grafischen Zeichenmöglichkeiten hier haben nur den Sinn, mal einfache Platinen zu erzeugen. Hier eine einfache viereckige Platine, die kann man damit mal schnell hinziehen und muss dann nicht erst FreeCAD starten, aber wenn es dann komplizierter wird, empfehle ich FreeCAD. So, das ist also hier Linie, Bogen, Rechteck oder Quadrat, Kreis und Freihand, Polygon. Dann können wir hier Textelemente einfügen, werde ich dann auch noch zeigen. Wir können Bemaßungen einfügen, wir können Orientierungspunkte einfügen. Wir haben hier wie im Schaltplaneditor das Löschwerkzeug, also wenn ich das anwähle, habe ich hier mein Radiergummi und kann dann die Elemente, die hier ausgewählt sind, mit einem Linksklick verschwinden lassen. Dann haben wir hier den Bohrdateien-Ursprung setzen. Wenn ich eine Platine erstelle, kann ich also einen Bohr-Ursprung setzen. Originär ist der jetzt hier oben abbrechen. Hier oben links von hier oben, das ist der Original. Punkt, wo die Bohrdateien jetzt berechnet werden, also der Abstand hier nach unten bis zu diesem Loch, was hier gebohrt werden würde für diese, zum Beispiel für den Arduino hier. Und das kann ich eben hier ändern mit diesem Werkzeug. Und dann haben wir hier noch das interaktive Messen, wenn ich also mal schnell den Abstand zwischen zwei Punkten haben möchte, kann ich das hier tun, indem ich hier einfach klicke, nochmal klicke und dann wird das abgelegt und beim nächsten Klick wird hier wieder gestartet. Wir sehen zum Beispiel hier auch so einen Fangpunkt. Wenn ich dieses Werkzeug anhabe, kann ich mir zum Beispiel mal hier schnell die Breite von unserem Arduino messen. In dem Fall hier eben 18,04 mm. Und da sehe ich also hier Radius XY oder eben die Gradzahl, je nachdem ich diese Informationen. Damit hätten wir diese Werkzeugleiste durch. Und im nächsten Video werde ich euch hier oben nochmal die Werkzeugleiste näher bringen und vor allem hier die Designregeln. Denn wir haben jetzt zwar hier unsere Footprints importiert, aber bevor wir hier anfangen, müssen wir natürlich auch noch einige Einstellungen vornehmen, dass wir dann auch eine saubere Platine erzeugen können. Das war's für heute. Tschüss und winke winke.